Nach den Daten zur US-Inflation und den US-Erzeugerpreisen war eigentlich eine 0,5% Senkung der Zinsen in der nächsten Woche durch die Fed praktisch ausgeschlossen. Man sah eine Wahrscheinlichkeit von 15%. Jetzt ist das deutlich nach oben geschossen nach Aussagen des Ex-New York Fed-Chefs Dudley auf der einen Seite und einen Tweet von Nick Timiraos vom Wall Street Journal, dem Fed-Flüsterer. Und so ist die Chance jetzt wieder fast 50-50. Und das ist ganz, ganz selten, dass man in eine Fed-Sitzung geht und nicht völlig sicher ist, wie jetzt die Geschichte enden wird, ob die Fed also das oder das machen wird. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen vor dem Hintergrund, dass die Parallelen damit, wenn nämlich die Fed wirklich nächste Woche um 0,5% die Zinsen senken würde, dass die Parallelen dann immer unheimlicher werden, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal diese Aussage von Bill the Dudley an, der gesagt hat, also es gibt gute Argumente für 50, also für 50 Basispunkte 0,5%. In Singapur hat er es gesagt, ich weiß, worauf ich drängen würde. Das heißt, wenn er jetzt noch was zu sagen hätte, würde er sich für eine 50er Basispunkte Senkung einsetzen. Und wir sehen die Fed Fund Futures gestern noch 15 zu 85, was die Zinsfrage betrifft, jetzt 45 zu 55. Also eine vergleichsweise ziemlich offene Geschichte, kann man sagen. Und hier sehen wir, wie das plötzlich abgestürzt ist. Das ist eine heftigere Bewegung, als wir sie normalerweise bei ganz, ganz wichtigen Konjunkturdaten wie Inflationsdaten oder US-Arbeitsmarktdaten sehen. Darüber wundert sich auch Bianco, der sagt, ja, das ist ein bisschen schnell gegangen, die Aktienmärkte ja gestiegen. War das ein Vorgriff auf diese Hoffnung? Fragezeichen jedenfalls. Und auch Gold ja gestern gestiegen, trotz latent oder weitgehend inline reinkommender Erzeugerpreise, aber in der Kernrate zum Vormonat eben höher. Aber Gold hat auf diese Aussagen von Bill Dudley reagiert. Wir sehen, nachdem wir gestern schon ein Allzeithoch erreicht hatten, dann diese Kerze um und bei 3 Uhr nachts, wie Sie hier sehen. Der Dudley hat das in Singapur gesagt und die Asiaten, die haben ja praktisch eine andere, wie soll man sagen, andere Tageszeit wie mir. Also hier sehen wir, dass der Goldpreis noch weiter nach oben gegangen ist mit dieser Kerze in Reaktion auf das, was Bill Dudley gesagt hat. Und hier sehen wir, ja, es ist immer mehr jetzt auch Retail Geld, was zum Beispiel in kleine Goldkontrakte fließt. Ich hatte gestern schon gezeigt, ja, die ETFs, die goldbasierten ETFs, die haben 4 Monate jetzt in Folge Zuflüsse bekommen. Man fürchtet einfach, dass die Notenbanken versuchen, die Wirtschaft irgendwie wieder aufs Gleis zu bringen, global gesehen, und dabei den Inflationskampf außer Augen verlieren, sodass dann wieder Inflation kommt. Das ist die These. Und was dann die ganze Geschichte auch noch flankiert hat, war Nick Timiraos, ich hatte es schon angedeutet, der hier mit einem Berater von Jerome Powell spricht, nämlich John Faust, wie der sagt. Der sagt dann, ja, also weit wichtiger wie die Frage jetzt als ersten Schritt 25 oder 50 Basispunkte bei einer Senkung ist eben die Sache, wie wir jetzt dann weiter vorgehen. Also er sagt, das ist eine ziemlich offene Frage. Ich persönlich würde auch eher Richtung 50 Basispunkte gehen und wir hätten die Möglichkeit dann den Märkten zu sagen, ja, also es muss doch kein Anzeichen für eine Sorge sein. Warum sagt er das? Dass man sich nicht sorgen müsse, wenn die Fed jetzt die 0,5er Senkung doch machen würde. Nun, weil genau das 2007 passiert ist. Jedes Mal, wenn die Fed nach einem Zinsanhebungszyklus die Zinsen um 0,5% als ersten Schritt gesenkt hat, das war der Fall im Jahre 2001 und im Jahr 2007, dann hat es richtig geknallt, weil man sich eben da schon gesagt hat, hups, da scheint vielleicht doch mehr im Argen zu sein. Also jetzt der Beruhigungsversuch, und hier hat ja schon mal CNBC Anfang der Woche mal so einen Testballon gestartet. Ja, also selbst wenn die Fed jetzt die Zinsen nicht um 0,5 senken würde oder um 0,5 senken würde, dann macht euch keine Sorgen, liebe Kinder. Also man sieht, wie man das medial schon irgendwie versucht vorzubereiten. Würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt überall Artikel dann plötzlich sehen bis Mittwoch. Ach, 0,5 ist doch kein Grund zur Sorge. Das ist wirklich witzig, wie das Ganze hier abgestimmt ist. Auf der anderen Seite, dass die sehen wir, die zweijährige US-Staatsanleihe
in Relation oder minus die oder Leitzinsen minus zweijährige US-Staatsanleihe, die ja am besten eigentlich die Zinsentwicklung abbildet, sehen wir, die war zuletzt so negativ wie eben kurz vor der Finanzkrise auch. Also wir haben schon gewisse Parallelen, vor allem das hier. Der S&P 500 im Jahr 2007 am 17. Juli ein Top gemacht, dann eine scharfe Korrektur, wie eben Ende Juli, Anfang August diesen Jahres, dann rauf, damals ein neues Allzeithoch nach der 0,5er-Senkung und dann böses Erwachen, muss sich natürlich alles nicht wiederholen, aber die Struktur ist irgendwie schon auffällig ähnlich, denn wenn jetzt die Fed nächste Woche am 18. September die 0,5er-Senkung macht, dann wäre das eben auch am 18. September, wie damals im Jahr 2007, also schon ein bisschen spooky, kann natürlich komplett anders laufen, aber wir sehen schon natürlich einiges im Busch. Wir haben hier diesen Labor Surprise Index, also die Abweichung von der Erwartung bei den Arbeitsmarktdaten, die ist ziemlich heftig. Albert Edwards sagt, jedes Mal, wenn die Fed so einen heftigen Tightening Cycle macht, endet das in der harten Landung und der Arbeitsmarkt ist ja ein Lagging Indicator, also einer, der sehr spät reagiert. Das heißt, wenn der anfängt richtig schon zu zucken, sozusagen wie derzeit, dann ist es meistens zu spät, um eine Rezession zu vermeiden. Wir sehen die kleinen Firmen, NFIB, die also hier befragt werden, die sagen, also unsere Einkommenserwartung in den letzten 3 Monaten ist so stark abgestürzt, das hatten wir zuletzt 1985. Das war eine ähnliche Struktur auch wie kurz vor 2008 und die kleinen Firmen am Boden, die nicht wie die großen Konzerne irgendwie weltweit tätig sind, sondern die am Boden der heimischen Wirtschaft sind, die sind meistens ein guter Indikator, aber es sind eben auch die großen Firmen wie eine Caterpillar, die hier bestimmte Signale liefern und hier ein Artikel bei CNBC, Aktien, die sehr stark mit der Wirtschaft verbunden sind, mit der Konjunktur verbunden sind, die schauen ziemlich mies aus, so sagt man. Ja gut, aber was interessiert uns das? Ne? Weil erstens, und ich habe gestern auch CNBC geguckt, da einer, der sagte, ja, also Konsumente stark und überhaupt keine Rezession und so weiter und so fort. Und jetzt kommt Evercore ISI, die sagen, ja, eigentlich die Historie und die Erfahrung sagt, es müsste eine harte Landung geben, aber wir haben uns das mal angeschaut und sagen, es wird keine harte Landung geben. Hier führt man Argumente auf, die natürlich auch alle valide sind. Also ist niemand hat eine Glaskugel, wie zum Beispiel Liquidität, Arbeitslosigkeit noch sehr niedrig, Inflation lässt nach und so weiter und so fort. Also das ist eben jetzt die Frage, die Charts gegen und Historie gegen andere Parameter, die wir haben und all das. Nämlich jetzt diese Zinssenkung, diese Arbeitsmarktabschwächung angesichts einer schon wahnsinnigen Verschuldung und man muss sich fragen, in den USA vor allem, man muss sich fragen, ja was passiert erst, wenn da wirklich eine Rezession käme? Schauen wir uns mal das Budgetdefizit der letzten 4 Monate an. Mai 347 Milliarden, Juni 660, Juli 244, August 380 Milliarden. Und das geht also immer krasser los und es dürfte weder unter Trump noch unter Harris sehr viel besser werden. Das ist das Problem. Hier sehen wir mal Budget Deficit August oder jetzt hier vor allem 24 im Vergleich zu den Vorjahren. Unfassbar, was da auf die Tube gehauen wird. Das ist nicht nachhaltig, das wird nicht nachhaltig sein und das ist auch natürlich für die globale Situation ein bisschen so. Wir haben hier diese massive Verschuldungsorgie, die hier passiert. Wir machen einfach einen Schnitt und fangen wieder bei Null an. Bei Null fangen die Aktienmärkte nicht an, aber wir haben wieder interessante Aussagen von Jensen Huang, der gestern hier vor dem Weißen Haus gestanden ist und dann gesagt hat, wir stehen am Beginn einer neuen industriellen Revolution. Ja, und zwar, this industry is going to be producing intelligence. Also wir werden Intelligenz produzieren, gell? Also jetzt, ich habe KI bisher mehr so als Datenbankenabfragen wahrgenommen, jetzt so wahnsinnig intelligent. Ja, aber KI, gell? Also der Mann weiß, was er schuldig ist. Das ist ja auch diese Rallye, die ist möglich gewesen durch Jensen Huang, durch die Entfachung wieder der KI-Euphorie. Das wirkt so ein bisschen retro. Gestern waren Nvidia, OpenAI und Konsorten, Google waren im Weißen Haus und der Jensen Huang hat gesagt, ja, also totale Revolution, gell?
Aber wir brauchen heute auch Energie dafür, gell? Also wir brauchen viel Strom zum Beispiel. Jedenfalls hier sehen wir, dass der S&P war ja knapp über 5400 Punkte. Jetzt bei 5600, 200 Punkte in sehr kurzer Zeit. Das ging flotte. Und der Auslöser, der erste Anstoß war, dass eben die Nachfrage nach Chips so unfassbar great sein. Und insgesamt ist natürlich auch interessant, das Weiße Haus, die regierenden Demokraten dürften jetzt nicht interessiert daran sein, dass die Aktienmärkte abstürzen oder deutlich korrigieren. Das Trump-Lager dagegen könnte da durchaus ein Interesse dran haben. However, wir sehen hier, 176 Trading-Tage haben wir jetzt in diesem Jahr. Im Vorjahr lagen wir bei 17,7% Zugewinn, jetzt bei 17,6%. Wir sehen also eine fast depressive Lage. Wir sind 0,1% schlechter als im Vorjahr, meine Damen und Herren. Und Trump, der hat gesagt, also na, also zweite Debatte mit Harris, das machen wir nicht. Und ich habe die ja eh gewonnen. Das ist so typisch Trump. Die Märkte, wie zum Beispiel seine Truth Social Aktie, haben klar gesprochen, dass er diese Debatte nicht gewonnen hat. Aber er kann einfach nicht irgendwie zugeben, dass er nicht immer gewinnt, wie jeder Mensch nicht immer gewinnt. Aber Donald Trump gewinnt immer. Und das ist natürlich so ein bisschen das Seltsame bei ihm. Dieses narzisstische, diese Gewinnerideologie, die natürlich dann manchmal lächerlich wirkt, wenn alle sozusagen den anderen Eindruck haben und sich das auch an den Märkten widerspiegelt. Jetzt allerdings möglicherweise ein ABC-Whistleblower, also ein Whistleblower aus dem Sender ABC, die ja diese Veranstaltung organisiert und übertragen hat und aus meiner Sicht nicht ausgewogen war, was die Moderatoren betrifft. Da ist offenkundig, so heißt es, wenn sich das bewahrheitet, das Harris-Lager informiert worden, praktisch über die Fragen, die kommen. Man hatte wirklich nicht den Eindruck, dass die unbedingt wollten, dass Trump Präsident wird, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt kommen wir nach China. Da ist Chinas Xi Jinping immer stärker unter Druck, weil einfach die Wirtschaft nicht in Gang kommt. Jetzt hat er nochmal versucht, Druck zu machen auf die verschiedenen Institutionen, gesagt, ihr müsst diese Maßnahmen umsetzen, die wir machen, die natürlich nichts bringen werden, weil sie wieder sozusagen Staatsdirigismus sind. Jetzt nimmt man vorsichtshalber mal ein paar Investmentbanker fest. Die sind wahrscheinlich schuld daran, aber dass die Wirtschaft auch absehbar wahrscheinlich nicht in Quark kommen wird, ist dieser massive Rückgang von Firmengründungen, den wir hier sehen. Xi Jinping hat vorwiegend auf diese Staatsunternehmen gesetzt, versucht die Wirtschaft über die Staatsunternehmen anzukurbeln. Das ist in etwa so, als würde ich in ein schwarzes Loch Wasser kippen. Das wird nichts bringen. Und das ist in etwa auch so wie hier. Mario Draghi hat schon manche wunde Punkte angesprochen mit seinem Reformvorschlag. Zum Beispiel hat er hier gesagt, innovative Firmen, die wachsen wollen, werden auf jeder Ebene daran gehindert durch restriktive Regularien. Und das ist genau das Problem, das wir hier in Europa haben. Wir haben so einen Bürokratiewurst, der uns dann vorschreibt, was zu tun, Nachhaltigkeitsvorschriften, das und das, wir wollen das und du musst als Firma unfassbar viel berichten und Formulare ausfüllen, darfst das nicht. Wir sehen ja hier zum Beispiel im Immobiliensektor mit diesen Nachhaltigkeitsvorschriften beim Bauen, das wird nicht mehr funktionieren. Wenn Bauen so teuer wird, dann werden sich die Leute das nicht mehr leisten können. Und das für ein virtuelles CO2-Konstrukt, wo man sagt, ja, wir müssen die Welt retten, das ist schon ein bisschen extrem bescheuert und zeigt, wie die Lage ist. Und all das führt dann auch dazu, dass wir jetzt in Sachen Kaufkraft-Ranking aus den Top 20 der reichsten Länder rausfliegen. Also der nächste Meilenstein des Erfolges der deutschen derzeitigen Politik und des Mindsets. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Erste, was da genau gesagt wurde von Bill Dudley und was das dann ausgelöst hat, sehen Sie hier in diesem Artikel. Erste Empfehlung, die zweite Empfehlung, das bringt dann auch wieder die EZB ins Geschäft, die ja eigentlich gesagt hat, naja, Oktober eher nicht so direkt, aber praktisch angedeutet, jetzt vielleicht doch im Oktober, wenn nämlich die Fed jetzt auch ganz dick auf die Tube haut. Aktuelle Aussagen dazu, zweite Empfehlung und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, wir haben ja einen Brokervergleich, der super sauber ist, insofern als nur echte Bewertungen hier einfließen, da ist ja viel, wird ja viel Schmu gemacht. Wir wollen, dass Sie sozusagen, wenn Sie bei einem Broker sind und den hier bei uns im Vergleich finden, dass Sie da mal ehrlich Ihre Meinung, Ihre Einschätzung abgeben. Das hilft, denke ich, allen. Schauen Sie sich das mal an. Ich packe den Link damit runter. Die drei Links sozusagen, die zwei Artikel und hier der Brokervergleich. Jetzt sage ich erst einmal Servus. Ciao.